Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video aus meiner neuen Wohnung, respektive das zweite, wenn man so will, denn eine kleine Wohnungstour habe ich ja schon für euch gemacht. Wenn ihr das verpasst habt und gerne noch sehen möchtet, wie es bei mir so aussieht, dann schaut euch das letzte Video an. Heute geht es vor allem um meinen Kleiderschrank, der ist da drüben, habe ich schon via Insta-Stories ganz viel Feedback von euch bekommen, oh, wie toll dieser Schrank ist. Ja, heute nehme ich euch hier rein in meinen Kleiderschrank und zeige euch mal wieder meine Lieblingsteile. Ihr hattet gewünscht, öfter mal ein bisschen was zum Thema, was ich so anziehe. Also ich bin jetzt ja nicht die High-Fashion-Bloggerin natürlich, aber natürlich liebe auch ich Mode. Die Mode, die ich trage, ist halt ein bisschen mehr Mainstream, halt so ein bisschen mehr, was vermutlich hat viele meiner Zuschauer auch sich trauen anzuziehen, weil es halt eben so ein bisschen, sag jetzt mal, normaler ist. Ich weiß ja nicht, wie lange das so bleiben wird, aber mein Kleiderschrank ist, wie ihr sehen könnt, nach Farben sortiert, mehr oder weniger. Beginnen wir doch gleich mal mit, was ich heute trage. Ganz stinknormales Casual Outfit von mir. Natürlich habe ich auch noch neue Sportklamotten und die habe ich hier drin. Die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da habe ich euch ja schon auf Instagram einiges gezeigt mit diesen schönen Farben hier. Vielleicht kommt es den Insta-Followern von mir hier bekannt vor. I hold on to this storm, cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, oh. There's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me, killing me. I cannot let you go, I cannot let you go, I cannot let you go, I cannot let you go. Liebe YouTube-Freunde, das war mal ein kleiner Einblick in mein neues Ankleidezimmer und ihr seht, hinter mir hat es immer noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich euch zeigen könnte, aber dazu brauche ich erstmal eure Meinung, ob ihr das weiterhin sehen möchtet. Schreibt es mir in die Kommentare, zeigt es mir mit einem Daumen hoch für das Video, dann mache ich das sehr gerne öfters mal wieder für euch. Ich habe all die Klamotten, die ich euch jetzt gezeigt habe, nochmal hier unter diesem Video in der Infobox für euch aufgelistet, also schaut da vorbei, falls euch etwas interessiert hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Nägel müsst ihr mal noch machen. Hä? Nicht so schön.